Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Schnelltest. Zugeschaltet dazu ist mir aus dem Büro nebenan. Ich brauche ihn gar nicht vorstellen. Sie erkennen ihn alle, Volker Schulz, den ich auch jetzt nochmal im zweiten Teil herzlich begrüßen darf. Volker, du hast uns 8 Aktien mitgebracht. 4 hast du Zuschauerwünsche gewählt. 4 sind aus den eigenen Reihen. Wir fangen mit den 4 Zuschauerwünschen an oder Zuschauervorschlägen, die du uns mitgebracht hast. Da beginnen wir mit einem ganz großen, der Amazon. Die hängt technisch so ein bisschen in der Luft, oder? Ja, in der Luft ist gut. Die sieht gar nicht, technisch gar nicht gut aus. Also wenn wir uns Amazon anschauen, dann müssen wir die Kirche im Dorf lassen. Natürlich ist das Zinsthema sowie der Richtungswechsel von Growth zu Value das Thema, was die Technologiemärkte im Moment definitiv belastet. Aber betrachten wir das Ganze einfach ganz nüchtern. Ja, innerhalb von 20 Monaten ging es bei Amazon von $1,600 im Top auf $3,750. Ja, das sind $2,175 Kursgewinn oder etwa 135% Kursgewinn in noch nicht einmal 2 Jahren. Und dann müssen wir eben angucken, was ist in den 2 Jahren operativ passiert. Der Umsatz ist seitdem um 68% gestiegen. Der Bruttogewinn ist um 70% gestiegen. Der operative Cashflow hat sich verdoppelt. Ja? Den Gewinn je Aktie lasse ich bei Amazon jetzt mal außer Betracht, weil der hier nicht so wichtig ist und auch bei Amazon sehr, sehr steuerbar ist. Ja? So. Was wir eben jetzt sehen müssen, ist, dass die Dynamik, die wir aufgrund der Pandemie hatten, natürlich jetzt erstmal abflacht. Ja? Wir werden jetzt in den nächsten Jahren können wir mit etwa 17 zu 18% Umsatzwachstum rechnen. Das gilt auch für 2022 jetzt schon. Ja? Wir sehen also, dass die Amazon-Aktie im Kurs der operativen Entwicklung einfach weit vorausgelaufen ist und dem folgt dann eben jetzt die Korrektur. Ein Großteil der Korrektur haben wir jetzt absolviert. Ich sag mal, ja, erste Position, warum nicht? Am liebsten würde ich um $2,500 kaufen. Vielleicht macht man es in 2 oder 3 Schritten. Aber wenn man jetzt die Korrektur von Amazon sieht, das ist ein ganz normaler Prozess. Der ist auch nicht in irgendeiner Weise operativ begründet. Der nächste Wert ist ein alter Bekannter, die Weichai Power. Gibt es hier neue Erkenntnisse, Volker? Nein, es gibt also jetzt zahlenseitig, operativ gibt es keine neuen Erkenntnisse. Gucken wir uns jetzt nochmal auf dem aktuellen Niveau die Fakten an. Die Aktie wird aktuell mit einer Umsatzbewertung von Faktor 0,6 bewertet. Für das Jahr 2022 kommen wir etwa auf ein KGV von 12. Die Charttechnik, ja, würde ich sagen, ist eher neutral. Was man sagen kann, ist, dass 2021 ein Rekordjahr war, was den Motorenabsatz betraf. Im Hinblick auf neue Geschäftsmodelle, da hat man ebenfalls Gas gegeben. Man ist sukzessive Wasserstoffenergieparks in China hochgezogen. Man hat den Hydrogen Power Corridor auf der Halbinsel Shandong geschaffen. Das sind durchaus positive Entwicklungen. Man hat unter anderem auch eine 162 kW Hochleistungswasserstoff-Brennstoffzelle entwickelt. Man wird das jetzt in den Schneemobilen sehen bei den Olympischen Winterspielen 2022. Gleichzeitig hat man neue Geschäftsfelder wie das Internet für Fahrzeuge entwickelt, elektronische Kontrollsysteme. Man hat also technologisch Gas gegeben, man hat auch viel investiert. Und ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir 2022 durchaus jetzt positive Impulse auch bekommen. China wird wahrscheinlich eine nationale Wasserstoffstrategie in diesem Jahr ankündigen. Das sollte durchaus einen kräftigen Impuls für diesen Wert geben. Grundsätzlich sieht die Situation in China ja sowieso inzwischen etwas besser aus. Die chinesische Regierung oder die Zentralbank, die lockert monetär. Das ist grundsätzlich positiv für China. Und China ist insgesamt eben auch überverkauft. Wir wetten ohnehin auf ein China-Comeback in 2022. Und dann passt die Aktie dann natürlich rein. Rein charttechnisch betrachtet, ja, wer sie hat, der hält sie. Und ich denke, über 17 bis 18 Hongkong-Dollar, da können wir auch dann durchaus ein Kaufsignal dann letztlich sehen. Volker, du warst 2021 bei diesem Wert sehr zurückhaltend. Hat sich das jetzt geändert? Ich spreche von Jinko Solar. Ja, zumindest kurzfristig. Also wir haben die Chance auf eine technische Erholung 2021. Da hatten wir insgesamt von Anfang des Jahres bis Ende des Jahres quasi oder bis vor kurzem Rückgang von $70 auf $40, also durchaus sehr kräftig korrigiert diese Aktie. Inzwischen gibt es aber
starke neue Großaufträge. Es wird bessere Zahlen jetzt geben mit dem vierten Quartal schon, da bin ich mir relativ sicher. Und man hat ja auch einen Börsengang der Tochter Shang-Chi Jinko, glaube ich, wird es ausgesprochen. Bitte korrigieren, wenn das falsch ist. Man hatte ein IPO am Star Market in Shanghai. Und wenn man sich die Bewertung dieser Tochter mal anguckt, dann stellt man fest, die ist ja 8-mal mehr wert als die Marktkapitalisierung der US-Notiz von Jinko. Und Jinko hält de facto noch 58% an dem Unternehmen. Daraus lässt sich natürlich schließen, dass Jinko durchaus unterbewertet ist. Wir wissen natürlich auch, was man von diesen IPOs am Star Market halten kann. Mehrfach oder Mehrheit dieser Titel verliert dann doch relativ schnell. Es gibt zahlreiche Titel, zahlreiche IPOs, die hier innerhalb von 12 bis 18 Monaten 90% ihres Wertes verloren haben. Da wäre ich also vorsichtig. Aber man muss grundsätzlich sagen, es gibt operative Lichtblicke, ja. Deshalb sehe ich auch eine Erholungschance. Was man vielleicht zu dem Sektor insgesamt auch noch sagen kann, was ich ziemlich bemerkenswert finde, ist, es gab jetzt in der Financial Times einen ganz frischen, großen Bericht. Es ist offensichtlich so, dass global große Hedgefonds ESG-Aktien derzeit massiv shorten. Und ja, irgendwann müssen diese Aktien natürlich dann auch nochmal eingedeckt werden. Und dann hat man natürlich hier auch sicherlich einen weiteren Hebel. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Vielleicht noch nebenbei zur Info von diesen ESG-Titeln liegt die höchste Shortquote aktuell bei Nordex. Zu Zeiten des neuen Marktes gab es bei uns in der Redaktion eine Phrase, halbierte Kurse sind Kaufkurse. Ob die jetzt stimmt oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Wir haben heute das Beispiel Vestas. Der Kurs hat sich fast halbiert. Volker, ist das für dich jetzt ein Kaufkurs? Ja, genau. Vestas passt ja jetzt auch sehr gut zum Thema, schließt sehr gut an Jinko an. Die Geschichte der Turbinenbauer, die ist im Prinzip ein langjähriges Desaster. Es gab immer den Wettbewerbsdruck, mit dem Vestas allerdings am Ende immer noch am besten umgehen konnte und auch einigermaßen die Margen halten konnte mit den steigenden Umsätzen. Heute ist es so, dass wir nicht nur Wettbewerb haben, wir haben Probleme in der Lieferkette, wir haben steigende Logistikkosten und wir haben, was wahrscheinlich auch das der größte Belastungsfaktor ist, wir haben explodierende Rohstoffpreise und damit kommen die im Moment einfach nicht klar. Deshalb werden wir 2022 bei Vestas auch trotz, sollte man meinen, boomender regenerativer Energien sinkende Umsätze haben. Vestas hat das jetzt kommuniziert. 2022 soll der Umsatz von 15,6 Milliarden Euro umgerechnet auf 15 Milliarden Euro fallen. Und dabei prognostiziert man auch noch eine EBIT-Marge von nur 0-4%. Das heißt, man kann sich sogar fragen, ob Vestas überhaupt in der Lage sein wird, mit schwarzen Zahlen das Jahr zu beenden. Da kann man sicherlich ein Fragezeichen hintersetzen. Aber wir müssen natürlich sehen, es ist einiges eingepreist auch schon. Ich denke mal, ab 2023 wird sich das Umfeld normalisieren. Wir müssen einfach sehen, dass die Aktie sich ja vom Vor-Corona-Niveau aus sehr schnell sogar verdoppelt hatte, ja, was eigentlich schwer nachvollziehbar und operativ überhaupt nicht begründet war. Es war eigentlich einfach nur dieser Hype, der da in die ESG-Titel rein geflossen ist. Davon ist ein Großteil jetzt wieder abgebaut, umgerechnet in Euro, denke ich, dass man um 20 Euro, also auf dem Niveau, wo man vor der Pandemie herkam, dass man etwa in diesem Bereich durchaus wieder einsteigen kann. Ich denke, KGV 22 passt ebenso gut rein dann ins Bild, da kann man mit leben. Da ist man weit weg von den Mondbewertungen mit KGVs von 40, 50, die man zeitweise im letzten Jahr hatte. Also durchaus auf die Liste schreiben und jetzt irgendwann kann man diesen Titel dann wieder kaufen. Wir haben übrigens letztens irgendwo mit den Hinweis bekommen, dass wir doch einige Börsenphrasen immer wieder dreschen und ob wir eigentlich auch ein Phrasenschwein hätten, wäre eigentlich mal eine ganz gute Idee. Sie können ja mal, wenn Sie möchten, hier unter unser Video Ihre Lieblingsbörsenphrase drunter schreiben und vielleicht mal ganz spannend, was es da so alles für Phrasen, welche da so auftauchen, die man noch nicht so kennt. Und wenn Sie das gemacht haben, freuen wir uns natürlich auch über ein Like oder wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Das waren die vier Zuschauerwünsche, die Sie hatten. Jetzt kommen vier Werte aus den Reihen von Herrn Schulz und Oliver Kantim. Und da fangen wir an mit der Netflix. Da gab es Schockmomente an der Wall Street, Volker. Halbierte Kurse bei Netflix. Wer hätte das gedacht?
Ich hätte es nicht erwartet, aber ich muss auch dazu sagen, Netflix war für mich immer so ein Wert, den ich einfach aufgrund der Bilanzierungspraxis auch lange gemieden habe. So war ich nach oben nicht dabei, so war ich allerdings jetzt auch nach unten nicht dabei. Aber jetzt ändert sich meine Einschätzung doch, zumindest kurzfristig bis mittelfristig. Ich rechne schon, dass die Aktie das Potenzial hat, sich um 80 bis 100 Dollar am Ende wieder zu erholen. Warum? Erstens, alle, die raus wollten, die sollten raus sein. Zweitens glaube ich, dass Netflix mit dieser abflachenden Umsatzdynamik, mit weniger Abonnentenwachstum, was man ja avisiert hat, jetzt wirklich den Schwerpunkt auch Richtung Marge setzen wird. Das heißt, moderate Preiserhöhungen sind denkbar, da hat man sicherlich noch Spielraum. Es wird wahrscheinlich Auslizenzierungen älterer eigener Serien an TV-Sender geben. Wenn man das mal so berücksichtigt, dann kann man so, es gibt auch die ersten Analysten, die sich melden. Bill Ackman hat übrigens bei Netflix sich jetzt mit einer Milliarde Dollar auch eingedeckt, hat also den Verfall genutzt. Die sagen, ja, Netflix kann 2024 durchaus 22 Dollar je Aktie verdienen. Dann würden wir hier auf dem aktuellen Niveau von einem KGV von 16 sprechen. Also im Aktionärsbrief habe ich jetzt eine erste Position gekauft. Nochmal, es ist für mich kein Trendinvestment, dafür ist einfach der Konkurrenzdruck im Sektor zu hoch, dafür gibt es zu wenig Burggrabencharakter. Aber ich denke, eine kräftige Erholung jetzt in den nächsten Monaten um 80 bis 100 Dollar ist durchaus drin und deshalb, deshalb kaufe ich im Moment Netflix. Never catch a falling knife, kann man, um die Phrasen wieder zu bedienen, auch dazu sagen, Volker. Du hast stets gewarnt, Volker, vor dem Wasserstoffhype. Nach Kursdrittelung jetzt ein Blick wert, die Nell. Ja, da sind wir bei meinen Börsenlieblingen. Diese Woche vielleicht ergänzend habe ich übrigens IT Empower nochmal zum Bär der Woche gekürt. Ich hätte natürlich auch Nell nehmen können, das schon mal vorab. Ich denke, die Sache der Kursbereinigung bei den Wasserstoffwerten, da sind wir immer noch nicht unten. Schauen wir uns die aktuelle Situation bei Nell an. Umsatz 2022 circa 110 bis 118 Millionen Euro umgerechnet. Wir haben aber auch einen Börsenwert von irren 1,7 Milliarden Euro. Das heißt, der Wert wird mit dem 15-fachen Umsatz bezahlt. Das ist wirklich, wirklich noch immer eine Menge Holz. Gleichzeitig wird es auf Jahre, ich vermute mal, mindestens bis 2025 keine schwarzen Zahlen geben. Und es ist einfach so, dass die Margen für Elektrolyseure ohnehin auch danach nicht ohne Ende nach oben knallen werden. Das sind schon relativ bescheidene Margen. Die arbeiten mit Bruttomargen von Richtung 20, wenn es hochkommt, vielleicht 25%. Ja. Das heißt, auch Nell ist immer noch viel zu teuer. Und mich persönlich würde es nicht wundern, wenn sich so ein Titel einfach nochmal halbiert. Und wie bewertest du die jüngste Prognoseerhöhung bei der RWE? Ja, RWE lohnt sich sicherlich der Blick. Sie liegt bei uns ja auch jetzt schon etwas länger im Allround-Portfolio. Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung, mit der Stabilität, auch wenn es teilweise etwas mühsam läuft. Aber wir haben jetzt ein exzellentes Zahlenwerk gesehen. Q4 muss richtig stark gewesen sein. RWE hat ja jetzt die Vorabzahlen für 2021 gegeben. Man profitiert massiv von der Preisrallye an den Energiemärkten. Man hat die 21er EBIT-Ziele am unteren Ende der Range um ein Drittel übertroffen, am oberen Ende der Range um 15% circa übertroffen, hatten die Analysten überhaupt nicht auf dem Schirm. Das heißt, wir müssen ein sensationell starkes viertes Quartal gehabt haben. Das Gute daran ist, das wird sich im ersten Quartal und auch im zweiten Quartal mindestens so in dieser Dynamik fortsetzen. JP Morgan ist sogar richtig ausgeflippt. Die haben erstmal das Ziel direkt auf 64 Euro erhöht. Muss man sich mal vorstellen, das wäre ein Potenzial von über 70% in der RWE-Aktie, was JP Morgan da sieht. Ganz so bullisch bin ich jetzt nicht. Ich rechne damit, dass wir bei den Energiepreisen ja auch wieder irgendwo eine Normalisierung bekommen werden. 50 Euro würden wir bei RWE schon völlig reichen. Ich sehe aber noch einen anderen Aspekt, der dieses Jahr sehr, sehr wichtig für RWE sein wird. Haben auch noch wenige Analysten, glaube ich, wirklich auf dem Schirm. Ich denke, es wird zur Ausgliederung des Kohlegeschäftes kommen. Man wird es dieses Jahr mindestens ankündigen und wird es wahrscheinlich schon meiner Meinung nach 2023 vollziehen. Da gibt es
einige Indikationen, die das nahelegen. Und dann muss man sich natürlich fragen, was macht man mit diesen enorm hohen stillen Reserven in den CO2-Zertifikaten? Darin steckt auch noch mal eine Menge Fantasie. Und schauen wir mal, ich bin für RWE sehr, sehr optimistisch, was die nächsten Quartale angeht. Also RWE bleibt für mich sicherlich kaufenswert, ja. Und damit sind wir beim letzten Titel für heute, das ist die K&S. Die Düngemittelpreise, Volker, die explodieren. Wie wirkt sich das aus bei K&S? Ja, K+S ist im Moment so ein bisschen wie RWE. RWE profitiert massiv von steigenden Energiepreisen, von steigenden Strompreisen. Und bei K+S ist es im Prinzip ähnlich, wenn die demnächst ihre Zahlen geben, nebst Ausblick für 2022, dann dürfte die Überraschung eben ähnlich groß sein wie bei RWE. Definitiv, die Situation ist brisant am Kalimarkt. Letzte Woche äußerte sich der CEO eines relativ kleinen börsennotierten Unternehmens aus Brasilien, das ist die Verde Agritech, zum Markt. Ich kann den O-Ton hier kurz mal vorlesen. Der hat gesagt, die Situation ist besorgniserregend. Es würde mich nicht wundern, wenn die Kalipreise dieses Jahr 1.500 Dollar erreichen. Vielleicht mal einfach nur zum Vergleich. Aktuell liegt der Preis bei 810 Dollar. Vor einem Jahr notierte der Weltmarktpreis noch bei 350 Dollar. Da kann man ja schon so ein bisschen abmessen, was bei Kali und Salz, bei K+S passieren wird. In Europa selbst ist diese Situation sogar noch kritischer, weil es Russland als größter Kali-Exporteur, der wird ja sanktioniert. Seit letzter Woche ist auch der Transport durch Litauen Geschichte. Das heißt, die Kalipreise werden weiter steigen, werden weiter ein enorm hohes Niveau weiterhin tragen. Das heißt, bei Kali und Salz knallen die Margen regelrecht durch die Decke. Ich kann mir daher sehr gut vorstellen, dass wir dieses Jahr etwa ein EBITDA von 1,8 Milliarden Euro schaffen. Setzen wir es gegen den Börsenwert von 3,3 Milliarden Euro, dann sehen wir, wir werden wohl mit einem zweifachen EBITDA aktuell bewertet. Sicherlich für mich auch kein Trendinvestment. Die Situation wird sich ab 2023 auch wieder beruhigen, überhaupt keine Frage. Aber das wird erstmal Dampf unter dem Kessel geben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir deutlich über 20 Euro laufen, wenn die Zahlen und die Perspektive für 2022 dann auf dem Tisch liegen. Und damit sind wir am Ende vom Schnelltest und auch von der Gesamtsendung. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Hoffe, dass wir Sie ein wenig unterhalten haben oder Ihnen auch ein wenig weitergeholfen haben. Ich wünsche Ihnen jetzt schon ein schönes Wochenende. Ihr Michael Hüsken, Volker Schulz und Walter Dissen. Vielen Dank. Tschüss.